So, Dolo. Diese beiden Fraktionen haben ihre Streitigkeiten begraben. Hero, der Adlige, ist sein Level aufgestiegen. Die Adlige. Okay, aber das klingt echt nach einem billigen Film oder so. Hero, die Adlige. Falls du noch nicht herausgefunden hast, dass ich adlig bin, ich hab's im Namen. Oh Mann. Ja, einmal pro Folge. Wir sehen jetzt wahrscheinlich in Folge 2 oder 3. In Folge 3, ja. Oh Mann. Ich würde dann auch ganz schnell mal kurz auf Klo gehen. Und okay, tu das. Genau, bin gleich wieder da. Alles klar, ich mach dich fertig in der Zeit. Ja. Das schon sehen. Tabu. So. Ja, ich müsste mir eigentlich mal einprägen, was das hier alles ist und was da gut ist, aber ich benutze diese Adligen so selten für irgendwas Sinnvolles. Deswegen finde ich dann immer nicht raus, was da gut ist. Bam, bam, bam. 4 öffentliche Ordnung in lokaler Provinz. Unterhaltskosten, ja gut, aber das ist eine Begleitarmee-Dingens und das brauche ich eigentlich nicht. Oh, zusätzliche Forschungsrate, das ist gut, Autorität ist gut und Erfolgswahrscheinlichkeit für feindliche Agentenaktionen, ja gut, das ist nicht so gut, aber bei. So, dann, dass ihr habt Klasse gezeigt und alle das Ergebnis von dieser Ding. So. Ja, gut, okay, ja, war trotzdem ein guter Effekt. Und hier Kriege erklärt. Baubericht. Warte mal, was? Gut, bin wieder da. Was, du bist wieder da, das ist schön. Mhm. Der General Herodot hat eine Eigenschaft erhalten. Weniger Autorität, dafür mehr Moral für alle Einheiten bei Offensivkämpfen. Damit kann ich leben. Ja, ja. So. Gut. Na dann, Herodot. Ja, dann tun wir die beiden Einheiten noch upgraden, damit die auch alle auf dem neuesten Stand sind. Und dann kannst du irgendwie nicht richtig weit laufen, mein Freund. Irgendwie ziemlich langsam. So, okay, gut. So, wie schaut's mit euch aus? Okay, ihr könnt weiter. Dann geht ihr will mal dahin. Und ihr kommt bitte nicht über den Seeweg in diese Stadt, weil das ist dämlich. Ja, da hätte mir einer eigentlich gereicht. Egal. Ich schau mal zu. Und war spannend, oder? Ja, doch. Ich hätte nur gedacht, dass ich hier wenigstens einen von dir getötet hätte. So. Nice. Meine Armee und mein General sind Level aufgestiegen. So. So. Gut. Dann. Schauen wir mal, haben die hier irgendwie was kaputt gemacht oder so?
Ich habe mir was reingebaut, was ich hier nicht haben will. Weg damit. So, wie schaut denn das hier aus? Ich habe hier zwar sau viele Nahrungsgebäude drin, aber irgendwoher muss ich auch öffentliche Ordnung kriegen. Demnach bauen wir noch so ein Ding. Und was bist du? Wohlstand durch Manufakturindustrie, Garnison, Rekrutierung. Geschossdreheren, Helotensteinschleuderer oder Skorpiondreheren, Helotenstein. Die Skorpiondreheren müssten relativ gut sein, oder? Die Skorpion, jein. Also, die Artillerie sind da schon besser. Okay. Weil die Skorpione machen nicht so viel Schaden an den Schiffen. Und um die Einheiten zu treffen, also, wenn sie die Einheiten treffen, sind die wirklich tot, also. Da macht sie mehr Damage, aber ja, die treffen auf hoher See eigentlich fast nie. Aber nachdem ich, so wie es aussieht, keine Dings machen kann, sondern die besten... Ja, dann würde ich sie machen und dann auf jeden Fall immer auf Brandpfeil umswitchen. Weil dann machen die auch und können die auch sehr schön Schaden machen. Okay, da... Dann bauen wir mal eine Runde ein paar Dogs. Oder warte mal, was bist du denn? Bist du irgendwas Sinnvolleres? Angriffshexere? Nee, das sind die Nahkampfdinger alles. Das letzte stellt dann... Hä? Was ist der Vorteil davon? Der einzige, und weißt du, wenn du zwischen einem Trockendock und einem großen Militärhafen, der einzige Unterschied ist, dass du mehr Wohlstand durch Manufaktur kriegst und es doppelt so viel Nahrung kostet. Ja. Die Garnison, die es bereitstellt, bleibt gleich. Und du kannst auch keine neuen Einheiten dadurch rekrutieren. Warum sollte ich das upgraden? Das wäre dämlich. Mehr Wohlstand. Ja, aber ganz ehrlich, so Nahrungsschwierigkeiten, wie ich gerade habe. Ja, da auf jeden Fall nicht. Wie viel Nahrung hast du denn gerade? Na, jetzt sind es 17. Ja, okay. Dann habe ich fast 100 mehr als du. Ja, aber du hast doch ein deutlich größeres Gebiet, was du hier füttern musst. Ein geringfügig besseres, ja. Ja. So. Das finde ich bei den neuen Total Wars eigentlich auch ganz spannend, weil da fängt man quasi mit irgendwie 500 Nahrung an. Und das ist schon so wie deine 17 so ungefähr. Also das ist da schon ein bisschen realistischer. So, ja, ich habe 17 Nahrung für mein ganzes Reich. Okay. Sounds good to me. Na, ich sag mal so. Ich habe halt keinen Überfluss an Nahrung, sondern ich verwende ungefähr, habe nur ganz bisschen mehr, wie ich auch verbrauche. Das ist eigentlich sehr effizient. Ja, durchaus. Das stimmt. Ich schmeiß halt dann alles ins Meer. Ah, schön. Ja, die Fische müssen ja auch ein bisschen Brot bekommen, oder? Die haben ja nichts. Ja, genau. Sonst gehen dir ja am Ende die Fische zum Angeln aus. Ja, genau. So. Ich meine, die Natur kann sich ja nicht selbst regeln oder so. Also das ist das so. Das geht doch nicht. Nee, das ist so ein Irrglauben, was die Zukunft dann hat. Wir hungern nach einer Stadt. Ah, schön. So, soll ich einen weiteren Krieg anzetteln? Naja. Ich frag dich mal so, warum nicht? Das hier ist eine Hauptstadt, die ich gerade angreifen wollen würde, mit einer Full-Stack-Armee drinnen. Mhm. Und das Einzige, was ich denen entgegenzusetzen hätte, wäre eine eigene Full-Stack-Armee. Eine, wohlgemerkt. Okay. Bei der ich den Agenten noch upgraden kann.
Und du überlegst gerade, ob du das schaffst oder? Ob es sinnvoll ist, ja. Ich glaube nicht. So schade es auch ist, weil es eigentlich ziemlich cool wäre, aber... Naja. So. Kann ich noch irgendwas Effizientes tun jetzt? So. Wenn ich sie jetzt bewege, geht dann... Ah ja. Na, okay. Ah, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Dann kannst du dieses Mal auch wieder Nahrung klauen. Okay, verstanden. Warte mal kurz, Tobi. Ja. So, schöne Grüße von meiner Schwester. Ah, Grüße zurück, aber kannst du später machen. Ja. So. Okay, gut. Ja, ihr macht eh nur Käse, ihr macht alles richtig. Und ja, tschüss, die Boten des Glaukos, weil ich muss jetzt weiter. So, keine Ahnung, ob es hier oben irgendwas Interessantes gibt, was man noch erforschen kann. Naja, an der Ostsee gibt es viele Bernsteine. Okay, sehr schön. Das ist doch. Also, das klingt für mich. Ich habe eine Idee, was ich mache. Locke I. Aus. Seiner Stadt raus, aber das ist zu nah. Stelle ich mich hier hin? Ja, ich weiß, dass ich unerlaubt Gebiet von einer anderen Fraktion betreten habe. Und ich plündere. Mit meinem Basileus. So. Gut. Da. Du plünderst einfach. Hm? Du plünderst einfach. Was? Ja. Mit meinem Basileus. Na, zum Glück mit deinem Basileus und nicht mit deinem Rüdiger oder so. Ich hab gar keinen Rüdiger. okay. Ich überleg gerade, ob es noch irgendwas ansatzweise Sinnvolles gibt, was ich jetzt tun könnte. Mit den letzten 1800 Münzchen, die ich habe, aber ich glaube, ich spare mir die einfach. Ja, mach das. Ich finde dann schon irgendeinen sinnvollen Verwendungszweck dafür. Ich glaube, wenn ich eine Flotte aufstellen würde, dann müsste ich eine Flotte aufstellen, die so krass ist, dass ich alle Flottenkämpfe automatisch gewinne. Weil ich so schlecht bin im Handling von diesen Flotten. Mm. Ich bin auch schlecht im Handling von Kavallerie. Das ist relativ ähnlich. Ja, von Micromanagement ist das ähnlich, ja, das stimmt. Weißt du, ich bin so jemand, ich stelle meine Armee gerne hin, sehe dann zu, wie sie meine Gegner platt macht und genieße den Anblick so, weißt du? Das ist so mein. Oh nein. Oh doch. So, nach der Pause, wir sind wieder da und dann tue ich die Runde beenden. Genau. Ja, wunderbar. So, wieder die Schiffsfahrt von Rom anschauen, juhu. Na ja, genau, die machen genau dasselbe wie davor. Das ist schon mal gut. Die
Geister sagen uns, dass ja, genau, wir nein. Hey, letztes Mal habt ihr 6000 angeboten und gestern noch 2. Das finde ich nicht gut. Genau. Genau da hat es vorhin aufgehört dann. Germanische Konföderation. Wir sind ein starkes Volk. Ja. Ihr seid ein starkes Volk, aber ich interessiere mich nicht für euch. Hat er nicht gesagt. Nein, immer noch kein Schutzbündnis. Was ist denn los mit euch? Und ja, nein. Aber bei denen könnte ich es ja eher verstehen. Was wollen die Lugier von dir? Ja, sie wollen, dass ich ihnen Geld gebe, damit sie mit Tyllis im Krieg sind, aber bis sie da ankommen, sind die Tyllis schon längst weg. Was ich so interessant. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, sie wollen, dass du ihnen Geld gibst, damit sie mich platt machen können, aber. Achso, nee. Dann hätte ich ja. Dann hätte ich aber. Das hätte ja nicht gebilligt hier. Ja, warum denn nicht? Ich frage mich gerade, in welcher Perspektive du den Vogel gesehen hast. Weil ich sehe eigentlich nur eine, die wirklich Sinn machen würde. Ja, ich habe eher. Warte, blinder Handel machen wir. Bereit natürlich. So. Für alle Zuschauer, wir haben überlegt, dass mein Gebiet gerade aussieht wie so ein eigentlich ein Mönch, oder? Also hier ist der Kopf. Ja, ich hätte gesagt, wie irgend so ein wie halt irgendwie so ein Fuzzi an einem Buchständer. Ja, aber der hat sogar noch hinten eine Kapuze und so ein langes Gewand. Ja, ja, also, genau, und hier ist das Buch, hier ist der Ständer. Genau, und da ist. Du hast Ständer gesagt. Nee, ja, okay, dein Reich sieht nicht so vogelmäßig aus, aber mit tausendfach Fantasie geht es schon. Ein bisschen schon. Also zwei weißt Flügel hat wenn du ihn aus der richtigen Perspektive hast, genau, du hast oben links den einen Flügel, dann rechts den einen, halt der kleiner ist wegen der Perspektive. Und dann ist da bei Pella sind dieses drei Ding, das sind dann, keine Ahnung, vielleicht die Füße, das hinten weg ist, unten der Rest von Griechenland ist dieser Schweif. Ja. Und er hat halt einen seltsam geformten Kopf dann vielleicht irgendwie oder so und sabbert ein bisschen, aber... Und sabbert ein bisschen. Ah, schön. So, hungert ihr nach einer Schlacht, dann nimmt man die Stadt ein und das können wir auf jeden Fall auch automatisch machen. Karthago. Mhm. Ich dachte, ich schmeiß die jetzt mal aus Afrika raus. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier unten bin. LOL. Aber es ist Iol. Ja, es ist Iol. Iol. Jojojojoj. Was? So, ihr geht mal dahin, dann ist die Armee in der Falle. Das ist schön. So, Herr Rogers, was machst du denn da? Ich will die Stadt haben. Und weißt du was? Ich kann die gleich jetzt einnehmen, weil da ist keine gegnerische Armee. Wow. Es ist sogar 100%. Okay. Wie jetzt? Das könnten die drei aus Mulan sein. Die kriegen die. Ja! Hey, aber du hast drei Soldaten verloren. Okay. Das war dann Mushu. Genau, das war Mushu. Ich bin der Prächtige, der Wunderbare, der Gigantische. Ja. Ich freue mich schon drauf, weil, also bei den Streams, also bei Twitch gibt es ja verschiedene Alerts, also, genau, und momentan bin ich ja noch kein Partner, also das heißt, ich brauche 50 Follower. Und dann kann und Streamteil und so weiter. Das habe ich alles bis auf die 50 Follower. Und dann kann ich so ein
kleiner Partner sein von Twitch. Und dann kann ich abonniert werden. Und da habe ich den Mushu als als Alert eingestellt, wie er so will. Alles klar, Big Boss. Und dann ist es halt vorbei. Weil das wird glaube ich, sehr lustig. Genau. Erschaff dir deine Zombie-Drachen-Armee. Zombie-Drachen-Armee. Ah, schön. So, ich glaube, ich hab... Ah, nee, die ganzen Spione müssen noch aufdecken. Oh, du bist mit einem Spion genau neben meinem Spion. Ich weiß. Meine hat gerade gesagt, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen. Oh, das geht einfach nicht. Okay, dann bis mal wieder. Juhu! Oder...